Sehr geehrte Wargamer, Hardcore-Strategen und solche, die es vielleicht noch werden wollen, herzlich willkommen zurück hier bei Brady Station am 9. Juni 1863 und natürlich bei Ultimate General Civil War. Und ich lasse die Schlacht gleich mal laufen, denn ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir es im Großen und Ganzen hier auch schon geschafft haben. Ich frage mich, ob wir vielleicht nicht doch nochmal uns ein bisschen Artillerie besorgen sollten. Wisst ihr was? Drei Kavalleriebrigaden über den Fluss drüber. Im Süden fehlen mehr Aufklärer. Bleiben wir hier mit Butler noch an Amis dran. Coben's Legion steht gut. Moorman. Den lassen wir mal hier in den Wäldern. Und schauen wir mal, ob wir uns noch irgendwo eine Artillerieposition hier schnappen können. Oh, haben wir jede Menge Kavallerie jetzt hier unten. Na, dann schauen wir, was wir hier verstärken. Wenn nicht, lassen wir uns natürlich gegebenenfalls wieder zurückfallen. Ja. Hier ist nochmal Kavallerie. Feindliche. Oh, Manfred ist im Rout. Hier ist unsere Einheit auch im Rout. Wir lassen uns zurückfallen. Denn wir müssen ja nicht aktiv werden. Der Gegner möchte Brady Station einnehmen. Wir müssen es nur halten. Ich möchte Artillerie mehr holen. Das sind übrigens sehr, sehr starke Brigaden, wenn ich jetzt hier sehe, mit 533 Mann. Diese Batterie hier oben, die Artilleriebatterie. Generell scheint die Union ihre Brigaden auch aufgestockt zu haben. Wir können hier sehen, Amis mit 2300 Mann. Wir hatten noch eine zweite Brigade, die war auch über 2000. Unsere Brigaden, die stecken ja noch derzeit ja, auf 2000 grob. Vielleicht muss ich vor Gettysburg noch mal ein bisschen aufstocken. Ist nur die Frage. Derzeit haben wir drei fast vollwertig ausgerüstete Korps. Unser viertes Korps ist sehr stiefmütterlich. Ob es sich da noch lohnt, das vierte Korps vor Gettysburg noch entsprechend auf Vordermann zu bringen. Oder ob es sinnvoller wäre, die anderen drei Korps in der Mannstärke zu erhöhen. Aber das entscheiden wir dann, wenn es soweit ist. Nämlich nach diesem Gefecht hier. So, schauen wir, ob wir Kilpatrick in den Rücken fallen können. Ja, die beiden hier auf Kilpatrick. Nein, Jones geht auf Greg. Ja, wieder in den Rücken gefallen hier. Nee, ich ziehe die jetzt zurück. Ich ziehe die zu meiner Stellung zurück. Wieder flankiert hier. So, die Kavallerie ist auf die Artillerie. Sag mal, was ist denn heute los? Die Artillerie, die feindlich ist auf der Flucht. Windham. Die feindliche Kavallerie jetzt hier macht. Nee. Kommen wir nicht ran. Verlieren wir zu viele Männer. Durch feindliche Artillerie. Ziehen wir uns wieder auf unsere Seite zurück und dann mache ich das, was ich gesagt habe. Wobei, jetzt haben wir halt hier Kavallerie, gell? Gehen wir doch mal in den Charge hier. Oh oh. Ja, Coben's Legion wird das schon erledigen hier. ...46 Minuten noch. Coben's Legion mittlerweile 400 Mann haben die erledigt.
bei 31 Mann Verlusten. Sieht man diese Veteraneneinheit und dann noch mit guten Gewehren ausgerüstet, das ist richtiger Bringer. Geht in den Nahkampf hier. Okay, jetzt haben wir hier unten im Süden nochmal eine doch recht große, großen Artillerie, sag mal, was ist denn heute los? Infanterieverband. Schauen wir uns mal den Feind hier in die Flanke kommen. Sollte klappen. Minuten noch. Ich denke, wir werden gleich sehen, dass hier Russells Brigade sehr schön zusammenbrechen wird, wenn wir jetzt hier über die Flanke noch kommen. Schauen wir uns das mal an. Vielleicht sogar eher aus dem rückwärtigen Raum hier. Und dann gehen wir rauf. Ja, wie vorher gesehen. Coben's Legion. Wo ist denn meine Infanterie hier oben hin? Davis Legion. Stellen wir die mal hier in die Stellungen rein. Und 31 Minuten noch, das werden wir halten können. Aber ich denke, man hat hier in der Schlacht auch ganz gut sehen können, wie fragil doch die Kavallerie auch immer ist. Wie viel Aufwand es bedarf, die einigermaßen das machen zu lassen, was man vorhat. Allein lassen kann man sie definitiv nicht. Ja, sobald hier Davis Legion schießt mit den Fayettewills, mit den Gewehren, die auf 400 Meter Reichweite schießen, was Besseres haben wir, glaube ich, derzeit nicht. Klar, die Whitworth, aber die sind nur bei unseren Spezialplänklern. Davis Legion, 756 Mann Verluste beim Feind zugefügt. Irre. So, haben wir noch Kavallerie hier, Butler. Und die Flanke bei Kilpatrick.
Ja, jetzt ziehen wir mal alles wieder auf unsere Stellungen zurück. Aber bei Manford und Lee lassen wir mal hier. Dann können die hier Russell nochmal in die Flanke fallen. Minuten noch. Da brennt nichts mehr an. Aber die 6-Fünder haben eigentlich auch ganz gute Wirkung hier gezeigt. 195 Mann auf dem... Oh, die haben viel verloren. 145 Mann eigene Verluste und 116 beim Gegner bloß. Moorman mit einem besseren Verhältnis hier mit 190 zu 48 und 230 zu 30 hier bei Chu. Minuten. Ich denke mal, wir können mit der Geschwindigkeit getrost mal ein bisschen nach oben gehen. Da wird jetzt, denke ich, nicht mehr so viel passieren. Das ist, wie gesagt, jetzt hier die eigentlich reguläre Spielgeschwindigkeit. Wäre mir persönlich viel zu schnell. Wir können hier zurückziehen. Da kommt echt Amos nochmal. Müssen uns aber keine Sorgen machen. So, Kavallerie in die Flanke hier. 4 Minuten noch. Schauen wir uns mal Amos hier noch ein bisschen Schaden zufügen. Mit 3 Kavalleriebrigaden. Einmal in die Flanke laufen. Keine Verluste beim Feind hier. Doch, jetzt. Keine Verluste, aber... Mission beenden, das machen wir. Müssen wir nicht unnötig in die Länge ziehen. Die Union hat 6.560 Mann Infanterie verloren, 3.513 Mann Kavallerie und 132... Moment, das waren nicht die Verluste, mit dem sind sie gestartet. Sie haben 2.100 Mann verloren, 15 Kanonen und 1.506 Kavalleristen. Wir haben verloren 137 Infanterie bloß, 8 Kanonen verloren und 1.622 Mann Kavallerie. Trotzdem für die Union natürlich ein deutlich schlechteres Ergebnis. Und wir haben sogar ein paar Sharps mal. Gut, die Sharps Model brauche ich nicht so dringend. Springfields 1842er, 500 Stück. Alles in allem, Hauptsache gehalten. Und im Spiel haben wir jetzt im Prinzip ja unsere Hauptarmee geschützt, die auf Gettysburg marschiert. Wir haben eine Schlachtbelohnung erhalten. $146.900, ein Karrierepunkt und 8 Ruf sowie 3.000 Mann. Keine zusätzliche Belohnung, aber wir können auf der Karriere wieder ein bisschen was machen. Truppenteile. 5 Korps, 4 Divisionen pro Korps, 6 Brigaden pro Division. Was haben wir jetzt? Muss jetzt direkt mal nachschauen. Das ist falsch. Einmal zu. Ups, das ist ebenfalls falsch. Armeelager. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, doch 6. Es bringt uns also jetzt nicht viel, hier mit Truppenteilen noch hochzugehen. 6 Brigaden. 4 Divisionen pro Korps haben wir sowieso schon. 6 Brigaden pro Division haben wir auch. 2500 Mann maximale Brigadengröße haben wir auch. Das Einzige, was wäre, wir könnten 5. Korps bauen, aber wir haben noch nicht mal unser 4. ausgerüstet. Von daher schauen wir doch, dass wir eher... gehen wir nochmal auf Politik übernehmen. Und dann müssen wir uns jetzt natürlich jetzt auf
Gettysburg vorbereiten. Wir schauen mal da rein. Den Text lesen wir dann erst vor, wenn es soweit ist. So, wir können mitnehmen. Momentan drei Korps. Kann aber sein, dass du dich im Lauf der etwas größeren Schlacht, die ja über mehrere Tage auch ging, dass wir unser viertes Korps auch noch mit reinnehmen können. Trotzdem würde ich sagen, wir rüsten unsere drei Korps erstmal maximal auf. Die Union kommt angeblich nur mit 20.000 Mann. Wir können mal schauen, was passiert, wenn ich jetzt hier die Korps hier drauf bringe. Haben wir 100.000 Mann. Ja gut, aber so viele Brigaden können wir gar nicht mitnehmen. Ihr seht, wir können hier 15 Brigaden mitnehmen, 20 Brigaden und hier unten 25 Brigaden. Ich lese mal vor, vielleicht gibt es hier noch einen Hinweis daraus, ob wir noch ein weiteres Korps mitnehmen können oder sollten. 1. Juli 1863. Wir dringen nach unseren jüngsten aufeinanderfolgenden Erfolgen auf dem Schlachtfeld erneut in Unionsgebiet ein. Wir hoffen, einen deutlichen Sieg zu erringen, der den Krieg politisch beenden könnte. Aber wir wollen auch außerhalb des vom Krieg verwüsteten Staates Virginia Vorräte für unsere Armee sammeln. General Hooker, der die Potomac-Armee anführt, hatte begonnen, unsere Armee in Pennsylvania zu verfolgen, aber seine schlechte Leistung bei Chancellorsville und seine übervorsichtigen Manöver führten dazu, dass Lincoln ihn plötzlich durch General Meade ersetzte. Obwohl ihnen befohlen wurde, größere Gefechte mit dem Feind zu vermeiden, bis wir unsere Armee vollständig in sorgfältig ausgewähltem Gelände sammeln können, hat einer ihrer Divisionsgeneräle den Befehl missachtet, indem er aggressiv auf die Stadt Gettysburg vorrückte. Da der Großteil unseres Korps zu weit weg von der Hauptarmee operiert, müssten wir unsere Streitkräfte nun sammeln und uns der. Tja, da steht nicht mehr. Ja, gute Frage. Stecke ich alles, was ich habe, in drei Korps, die ich jetzt hier benutzen kann? Oder brauche ich für diese Schlacht auch noch das vierte Korps? Wir können sehen, ich bringe jetzt mal rein. Unser erstes Korps hat 24 Brigaden, das zweite hat 24 Brigaden, das dritte 22. Morgige Verstärkung. Ja, da würde ich dann wahrscheinlich das erste Korps als Verstärkung reinsetzen. Erstes Korps, ja. Das heißt, erstes Korps noch verstärkt mit einer Brigade. Und hier brauchen wir jeweils bloß 20 Brigaden. 15 und 20 ist die Frage, was mache ich mit dem Rest? Stecke ich die noch in viertes Korps oder nicht? Wir gehen nochmal ins Lager. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht auf Start gedrückt. Nein, Gott sei Dank. Okay, ich hatte vor Brandy Station hier schon mal ein bisschen, ja klar, Schiff gemacht. Was noch gefehlt hat, ich muss hier noch ja, Befehlshaber einsetzen. Da hat mir das Geld letztes Mal nicht gereicht. In der Reserve haben wir nur noch einen Major. Wir sollten aber schon, mindestens ein Colonel sollte schon sein. Eigentlich Brigadier Generals, aber gut, das sind nur Ein-Sterne-Einheiten. Wir nehmen jetzt hier mal Colonels. Jeffrey Colquitt. Hier nehmen wir den Dwayne Keat. Yes, sir. Können wir gleich ein wenig upgraden. Und hier der Hass. Ah, ist schade, dass die nicht. Ist bloß immer noch bloß ein Stern hier. Da können wir aber auch einfach einen Colonel nehmen. Wir könnten vielleicht mal einen nehmen, der richtig gut ist. Lieutenant Colonel Felix Garnett. Wir nehmen den Felix Garnett. Okay. Gut, erstes Korps habe ich gesagt. Ach so, ich kann ich kann gar nicht mehr Brigaden mitnehmen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18. Aber wieso konnte ich nicht alle Brigaden mitnehmen? Die haben alle gleich viele Brigaden. Ne, hier nicht, das dritte Korps nicht. Dann rüstet man das dritte Korps nochmal aus. Artillerie, denke ich, haben wir genügend dabei. Schauen wir noch im ersten Korps, unsere vierte Division. Ich organisiere ja meine Artillerie in einer Division getrennt. Rausgelöst von den anderen Divisionen. Ich überlege, ob ich vielleicht Kavallerie einfach weg. Wisst ihr was? Ich versetze die Kavallerie mal zum vierten. Wie viel Kavallerie haben wir beim zweiten Korps? Zweimal Kavallerie hier. Hier lassen wir zweimal Kavallerie und beim dritten haben wir ebenfalls zweimal Kavallerie. Steckt jetzt auch mal ins vierte. Erstes Korps. Machen wir eine Infanteriebrigade draus. Mit 2000 Mann. Als Waffen, was haben wir denn auf Lager? Waffenlager. Die Springfields 1842. Oh, wir haben noch jede Menge Mississippis. Wisst ihr was? Wir nehmen die Mississippis.
erstellen. So, dann haben wir hier eine Brigade mehr. Zweites Korps ist voll. Drittes Korps. Zwei Infanteriebrigaden. Mann, auch hier nehmen wir natürlich wieder die. Wir haben noch andere Waffen, Mississippis. Gehen wir denn die Lawrence? Wo sind sie? Die kriegen die 1841er Mississippis. Und bei der dritten Division können wir noch ein bisschen was machen. Habe ich jetzt hier, jetzt müssen wir mal schauen. Erstes Korps habe ich einmal Kavallerie. Mit den Sharps Models. Das ist natürlich nichts, was für den Nahkampf geeignet ist. Wisst ihr was? Ah, die sind natürlich auch sehr gut, gell? Ich schieb mal hier Kavallerie. Gordon. Das Problem ist, wisst ihr was? Dann rüste ich die einfach mit anderen Waffen aus. Mit Säbel noch. Remingtons. Nehmen wir die Remingtons. Ne, nehmen wir die Colts. Was anderes haben wir nicht. Und dann schieben wir den doch wieder ins erste Korps. Heinz. Dann haben wir nämlich hier einmal Kavallerie, die nachsetzen könnte, falls was wäre. Im zweiten Korps haben wir einmal Fernkampfkavallerie und einmal Nahkampf. Passt auch. Und im dritten Korps nehmen wir uns jetzt nochmal zwei Infanteriebrigaden mit. Ha, so viele Männer habe ich gar nicht mehr. Abbrechen, dann steckt man aus dem vierten Korps noch welche rein. Haben wir hier noch erfahrene Einheiten? Nicht wirklich. Tenet hier noch ins dritte. Vielleicht die mit den besseren Waffen. Fisher Springfields 1842. Pattern 68er Enfields sind die besser als die Springfields 42er, 250 Jahre sind sie. Wo waren sie jetzt? Ich bin jetzt aus, was anderes. Rüber zum dritten. Und wir schauen nochmal ins Waffenlager. Was haben wir denn noch auf Lager? 3000 Springfields. 1600 Palmettos, 2000 Mississippis. Das müsste es gewesen sein. Wir schauen mal, was wir noch an Artillerie zur Verfügung haben. Wir haben noch 138.000 Dollar. Ich frage mich, ob wir. Jetzt müsste mal, jetzt schauen wir mal die 24 auf Lager. Ne, Moment, auf Lager. Hier haben wir nochmal 9 Stück. Die kaufen wir jetzt erstmal ein für 19.000. Haben wir schon mal 9 Stück, dass wir bald nochmal eine 24-Pfünder Haubitzenbatterie aufstellen können. 6 Pfünder Field, die verkaufen wir jetzt mal. 12 Pfünder Haubitzen. Eigentlich könnte ich meine Artilleriebrigaden auch wieder weiter aufstellen. Wisst ihr was, das machen wir auch. Wir fordern mal einen politischen Gefallen ein. 5000 Mann für 40, Ruf zum Ausgeben. Das machen wir. Schließen. Und dann würde ich sagen, erhöhen wir mal hier. Tja, die Mannstärke von den einzelnen Brigaden kann ich kaum noch vergrößern. Gehen wir mal auf 22. Das machen wir jetzt. Bei den ersten beiden Batterien in jedem Korps. Artillerie dürfte uns nämlich auf alle Fälle sehr hilfreich sein. Für jetzt bei den anderen gemacht. 22. Machen wir das hier auch. So viele 12 für den Napoleons gibt es nicht mehr. Macht nichts. 12 Pfünder Haubitzen, die tauscht man natürlich aus. Gegen die Napoleons. Habe ich jetzt kein.
Habe jetzt alle Napoleons verbraten. Sieht fast so aus. 59.000 haben wir noch an Geld und 4.600 an Männern. Wisst ihr was? Newell ist schon auf maximale Brigadenstärke. Ich bringe jetzt meine guten Brigaden noch auf volle Mannstärke. Übernehmen. Heinz, im zweiten Korps haben wir Dreier oder nicht? Keine Dreier. Und im zweiten Korps ebenfalls keine Dreier. Boah, 33.000 kostet es. Aber gut, die haben die Harper's Ferry. Schon wahnsinnig teuer, gell? Wahrscheinlich liegt es aber auch an den Gewehren. Die haben auch die Harper's Ferries. Wie sieht es denn beim Perrin aus? Kosten es 30.000. Bringt uns nicht so viel. Was haben wir denn im Waffenlager noch? Eine Einheit mit Mississippis. Die sind natürlich nichts mehr wert. Die Mississippis. Geld ist nicht das Problem, sehe ich gerade. Wir können die Springfields hier auch noch verkaufen. Wir verkaufen nochmal grobe 1000 Springfields. Forest bringen wir auf 2000 Mann. Leggett. Okay, wir bringen jetzt Barry mal auf 2500. Ich glaube, da kann man ruhig mit Grünschnäbeln reingehen. So viel verdienen die ja nicht. Turtle. Ebenfalls mit 2500. Auch hier lohnt sich der Verlust, denke ich schon. Ist günstiger und wir können trotzdem noch unsere zwei Sterne behalten. Veteran, das ist zu teuer. Ja, jetzt wird es nämlich teuer. Yes, sir. Bringen wir den Rest jetzt hier noch auf 2000. Grob alle über 2000. Einmal Grünschnäbel. 2700 Mann haben wir noch. 12.000 Geld. Ne, da liegt jetzt eher am Geld. Ich würde sagen, na komm, hier das kleine Gemüse noch. Hat jetzt 2000 Hubbard. Vielleicht einer der Verwandten vom Elrond. Ich schaue jetzt nochmal hier drauf und das denke ich, sieht jetzt ganz gut aus. So, lass mal das. Wir nehmen drei Cores mit. Pegram. Ist da was? Pegram ist, dass wir hier einen Brigadier General drin haben, ist absolute Verschwendung. Jetzt haben wir kein Geld mehr. Fehlt jetzt tatsächlich am Geld. Ich kann jetzt auch gerade nicht mehr. Talaferro. Kann ich mir nicht mehr leisten, dass wir den noch upgraden. Nee, da fehlt es mir jetzt tatsächlich an Geld mit 2200 Dollar. Vielleicht verkaufe ich aus dem Waffenlager noch ein bisschen was. Artillerie, 12 Pfünder Haubitzen, 10 Pfünder Artillerie, wisst ihr was? Warum ist denn echt die 10 Pfünder Artillerie so viel teurer als die 12-Pfünder Haubitze? Schaden 56 bei der 12-Pfünder, Schaden 23 bei der 10-Pfünder. Kurze Nachladezeit. Effektiv Reichweite 1500, die 12-Pfünder 1000. Okay, die kann auf größere Entfernung schießen. Und die Feuerrate 33 und die 12-Pfünder. So viel schneller feuert die auch nicht. Dieses Geschütz kann feindliche Artillerie aus der Ferne zerstören, ist aber für die Verteidigung über kurze Reichweite ungeeignet. Also quasi eine Counter-Battery-Artillerie. 1200 Tredegars. Was bringt es uns denn, wenn ich hier mal 20... Ah, okay, da kriegen wir nochmal... Verkaufen wir mal noch ein paar.
kann ich vielleicht die etwas schwach aufgestellten Einheiten hier wie Teller Pharaoh. Da muss ich allerdings mit Veteranen reingehen. 15.000. Was passiert? Nee. Da müsste ich mit Veteranen reingehen. Ich mache das auch. Allerdings hat er die Palmettos. Das ist natürlich ein Schwachsinn. Lawrence. Pattern 53er Enfields. Ach, ich habe nichts beim Waffenlager. Na komm, dann bringen wir den Wheeler lieber auf. Hat auch die Springfields 1842er. Yes, sir. Dritte Korps ist tatsächlich eher etwas schwach. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, das passt. Mach mal so. In der nächsten Ausgabe schlagen wir uns dann nach Gettysburg und schauen, wie wir uns da, ja, gegen den Feind behaupten können. Würde mich freuen, wenn ihr in die nächste Ausgabe wieder mit reinschaut. Bis dahin wünsche ich euch gute taktische, operative und natürlich auch strategische Entscheidungen auf all euren Schlachtfeldern. Macht's es gut. Ciao, jetzt euch. Servus.